Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, hier steht ein sehr teures Schätzelein, Leute, denn heute habe ich hier den Lancôme-Adventskalender für euch. Oh, es ist immer wieder ein Highlight, es ist so, ja. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 185 Euro kostet der. Ja, das tut weh, ne? Und der hat aber einen Warenwert von 550 Euro und hat ein wunderschönes Design. Also dieses Kupfer mit dem Dunkelblau hier auf der Umverpackung, das ist doch so eine schöne Geschenkverpackung. Oh je mine, er ist so hübsch. Und jetzt, ja, gucken wir gleich mal zusammen rein. Und ach so, solltest du auch Teil der Crew werden wollen, hier geht es vor allem um Beauty und so, ne? Dann abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega freuen, wenn du Teil meiner Beauty-Welt werden würdest. Diesen Adventskalender stelle nicht nur ich vor, sondern auch gerade die wundervolle Nicole von Chiquitas Place. Genau, denn sie hat den auch. Und wenn ihr eine zweite Meinung hören möchtet, schaut gerne bei ihr vorbei. Ich weiß nämlich, dass sie auch dufttechnisch nicht ganz so dem gleichen Vibe folgt wie mir. Und das ist hier, glaube ich, relativ ausschlaggebend. Hinten drauf stehen auch schon die ganzen Produkte. Ich schaue nicht hin. Und dieser Umkarton ist doch mal der Wahnsinn. Das ist so hochwertig. Das fühlt sich an wie Stoff. Leute, das ist richtig krass. Und jetzt gucken wir mal, wie das von innen aussieht. Achso, hier muss ich ziehen. Wir haben einen Boxen-Adventskalender. Oh, nee, der ist doch ein bisschen anders. Hilfe. Der ist doch etwas anders, wie cool. Wow. Wir hatten nämlich sonst auch mal so eine Weihnachtswelt und sowas. Das ist dieses Mal nicht, das ist eher pragmatisch unterwegs. Aber guckt euch das Design an. Das ist echt ein Augenschmaus. Oh mein Gott, und du kannst ihn natürlich ja auch wiederverwenden, ne? Mal gucken, ob ich da an der Seite jetzt einen Türsteher-Wichtel brauche oder nicht. Ist auf jeden Fall für in der Weihnachtszeit, glaube ich, ein richtig tolles Deko-Objekt. An Zwischenebenen wurde aber leider nicht gedacht. Wir starten am 1. Dezember. Okay, ich glaube, viele Neuheiten werden wir hier nicht unbedingt finden. Hier haben wir ein Comforting Make-up Remover Milk Produkt, also ein Make-up-Entferner mit 50 Millilitern drin. Das schaut einmal so aus. Lancôme ist eigentlich wirklich sehr, sehr gehoben und sehr, sehr toll und so weiter. Was Skincare angeht, muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man eine sehr sensible Haut hat oder gar keinen Bock auf Duftstoffe hat, hat man da nicht so viel Freude dran. Das ist auf jeden Fall für trockene Haut geeignet, steht hier drauf. Huh, die Nummer 2 ist schon mal sehr schwer. Da haben wir auch einen Tiegel drin. Oh, hoi, schön. Das ist die Absolu Soft Cream. Und hier haben wir drin 15 Milliliter. Das ist auch mal eine vernünftige Größe. Das finde ich sehr, sehr nice. Und das ist auch eine sehr, sehr hochpreisige Linie von Lancôme auch noch. Finde ich sehr cool. Und die ist halt auch mehr so in die Richtung Slow Aging, ne? Wie schwer allein der Tiegel ist, ne? Hoi. Und diese ganze Landschaft da drauf, das ist sehr schön gemacht. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir einmal die Hydra Zen Gel Cream drin. Creme hinter Creme finde ich immer blöd, bin ich ehrlich. Das ist eine Moisturizing and Soothing Gel Cream, also die ist dann eher für Mischhaut geeignet. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten und so schaut sie einmal aus. Die habe ich auch schon mal verwendet und die mochte ich eigentlich auch wohl ganz gerne. Hat mir persönlich auch gut gefallen, die war sehr leicht. Vielleicht für den Sommer oder für den Tag ist das eine schöne Creme. Hier haben wir die Nummer 4. Aber da spreche ich halt auch von mir mit trockener, sensibler Haut, ne? Also das ist halt auch immer so eine Sache. Wir haben hier unsere erste Miniatur drin, die aber leider, leider nicht ganz so überraschend ist, ne? Das ist hier dieses Tresor mit 7,5 Millilitern. Ein für mich persönlich sehr schöner Duft, aber man könnte ihn auch als altbacken bezeichnen. Ich mag ihn sehr gerne. Also das ist, bin ich altbacken dadurch? Ich weiß es nicht. Ich mag ihn auf jeden Fall. Das ist einfach für mich persönlich einfach ein vertrauter Duft und ja, ein schöner Duft. Es ist halt ein kleiner Flakon. Dementsprechend werde ich das halt aufbewahren und dann in einer Verlosung mal weitergeben. Da mache ich nämlich so Oktober, November ungefähr so eine Verlosung von einem kompletten Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, ne? Und da kommt sowas dann natürlich auch mit rein. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Nicole richtig hart auf diese Miniaturen abfährt. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Der 5. Dezember. Und ich glaube, die Zwischenebenen sind auch gar nicht so notwendig, weil die Boxen sich untereinander irgendwie stabilisieren. Oh, kleines Produkt in großer Verpackung. Das habe ich aktuell in Anwendung. Das ist das Advanced Genifique Youth Activating Concentrate mit 10 Millilitern. Habe ich aktuell in der Originalgröße, weil ich das mal irgendwo auch in so einer Box mit drin hatte, ne? In so einer Lancôme-Box. Und das ist quasi das Vitamin C
Serum von Lancôme und ich mag das. Also mir persönlich gefällt es, hat auch so ein bisschen Hyaluronsäure und so mit dabei, ne? Mag ich. Doch, schön. Da habe ich das gerade so gelobt und jetzt fallen da zwei Zahlen runter. Hier habe ich den 6. Dezember, das ist für uns ja Nikolaus, darf dementsprechend gerne was Besonderes sein. Und da haben wir eine Creme wohl drin enthalten und zwar die Renergie Multilift Nuit, also eine Nachtcreme, die antifalten sein soll und also quasi Slow Aging, ne? Und da haben wir 15 Milliliter drin enthalten. Auch das ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube, in dem Adventskalender haben wir auch irgendwie nur Klassiker drin, oder? Kommt mir so vor. Der 7. Dezember fühlt sich an, als wäre nicht viel drin. Oh, ja, das ist immer schön. Die haben hier auch einen kleinen Lippi mit reingepackt. Das ist jetzt kein riesiger, ne? Also da haben wir den L'Absolu Rouge in 505 Drama Matte. Das ist eine kleine Größe. 1,6 Gramm sind da drin enthalten. Und das ist halt ein richtig tolles, mattes, richtig schönes Feuerrot, wie ich es liebe. Ne? Also das ist halt, ich habe jetzt aktuell einen, der etwas dunkler ist, von Yves Saint Laurent. Das ist der, RM62X300 Gesundheit, ne? Den habe ich so aktuell drauf. Aber der hier würde mir fast noch ein bisschen mehr gefallen. Aber ich mag nicht so gern dieses Matte. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und sie hört sich auch sehr leicht an. Wahrscheinlich habe ich jetzt so eine kleine dekorative Kosmetikader gefunden. Das ist die Lash Idol von Lancôme. Da blende ich euch auch gleich gerne das Bürstchen mit ein. 2,5 Milliliter haben wir hier drin. Das ist eine wirklich sehr leichte Mascara, muss ich tatsächlich sagen. Also ich meine, die hat auch so ein geschwungenes Bürstchen, ne? Und auch so ein Faserbürstchen, meine ich jedenfalls. Ja, aber bei mir macht sie nicht so dieses Wum. Das ist halt eher dezent. Nein, Moment, das heißt nicht Wum, es heißt Wawawum. Auch in der neuen dürfen wir uns, glaube ich, über dekorative Kosmetik freuen. Jo, ich habe die Ader gefunden, Leute. Mal gucken, wann sie vorbeigehen will. Auch hier sind dann wahrscheinlich 1,6 Gramm drin enthalten. 62Y300 oder auch die Farbe 888 French Idol L'Absolu Rouge Intimat. Meine Güte, ist das da klein drauf gedruckt. So schaut er auf jeden Fall aus und ich glaube, der ist dann nicht ganz so matt. Das war Drama Matt und das ist Intimat. Okay, auch ist aber wieder ein Rot. Nee, das finde ich blöd. Da hätten die dann hier vielleicht eher so einen Nude-Ton mit reinpacken können. Zweimal roten Lippenstift ist doch blöd hintereinander auch noch, ne? Mal sehen, womit es in der Nummer 10 weitergehen wird. Auch wieder eingepackt. Ich glaube, wir sind wieder bei Parfum. Das habe ich selber da. Dank Emmy tatsächlich sogar in groß. La Vie est Belle, das ist das Eau de Parfum. Und hier haben wir, ich glaube, 10 Milliliter drin. Ja, 10 Milliliter. Das ist einfach ein super gefälliger Duft, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag und auch sehr, sehr gerne trage. Ich finde, der ist halt sehr charmant, sehr freundlich, blumig. Und das spiegelt mich halt ziemlich so wider, ne, wie ich auch gerne so bin. Und dementsprechend, ja, finde ich, der passt auch echt gut zu mir. Aber nicht jeder mag ihn. Und in meiner Schwangerschaft habe ich da echt hart Migräne von gekriegt. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist auch sehr, sehr, sehr leicht. Wir sind hier nach wie vor noch bei dekorativer Kosmetik. Auch hier wahrscheinlich 1,6 Gramm. Drama Matte 196. Bitte sei einfach mal eine andere Farbe als Rot. Nee. Hä? Warum? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich meine, Rot ist schön, aber dreimal? Nein, nicht umfallen. Bleiben Sie stehen. Naja, vielleicht reißt die Halbzeit es jetzt noch einfach mal raus. Die Nummer 12. Ja, das ist eine schöne Mascara, die Hypnose Drama. Und wow, ist das eine schöne Darreichungsform. Ist das irgendwie eine spezielle oder so? Guck mal, wie geschwungen und edel das aussieht. Das mag ich ja gerne leiden. Bürstchen blende ich euch ein, weil ich erstmal auch, ich kann nicht alles aus den Adventskalendern behalten. Ich muss selber erstmal gucken, ob ich die haben möchte. Aber wenn ich mir das so, wenn ich so anfasse, will ich die eigentlich behalten. Schön, also die ist halt auch ein bisschen, die sieht auch ein bisschen abgefahren aus, ne? Also die ist definitiv anders als die von der Idol Mascara und die macht auch so ein bisschen mehr Volumen in die Wimpern. Doch, wenn das die ist, ist das vielleicht eine Sonderedition für den Advent, für die Weihnachtszeit oder so. Das sieht so schön aus. Richtiger Handschmeichler. Ja, die erste Hälfte steht vor mir. Ich finde es richtig blöd, dass wir dreimal einen roten Lippenstift drin haben, bin ich ehrlich. Finde ich nicht cool. Ansonsten sind es halt wirklich alte Bekannte, ne? Die wir gern haben, die wir kennen, die wir schätzen. Hätte ein bisschen besser irgendwie aufgeteilt sein können, dass du jetzt nicht irgendwie zwei Cremes und zwei Lippenprodukte mehr oder weniger direkt so aufeinander hast. Ja, aber so vom Inhalt an und für sich ist es ganz schön, zwei Parfums auch mit dabei zu haben, ist eine nice Kiste. Aber ich bin mal gespannt, was die zweite Halbzeit uns so bringen wird. Und hier haben wir den 13. Dezember, der sich auch ein bisschen schwerer anfühlt. Hier haben wir auch eine Tube drin enthalten. Also wer La Vie est Belle nicht mag, wird hier ein paar Mal in eine Röhre gucken. Da haben wir das, die Body Lotion mit 50 Millilitern drin. Hier eine kleine Warnung an dieser Stelle. Die ist super, die ist auch sehr, sehr leicht, ne? Eher wie eine Body Milk quasi, aber die hat einen leichten Schimmer mit dabei. Wundert euch also nicht, ich mag die sehr gerne.
Und man kann natürlich durch den Auftrag von Bodylotion und Parfüm in Kombination den Duft nochmal langanhaltender machen und intensivieren. Oder wenn du halt tagsüber das Parfüm getragen hast, kannst du nachts dann durch die Bodylotion nochmal mit dem Duft quasi ins Bett fallen. Hier habe ich jetzt den 14. Dezember. Warum redet sie so komisch? Ich weiß es nicht. Dieser Adventskalender bringt mich irgendwie in so einen Flow rein. Ich weiß auch nicht. Das ist eine Augencreme, die Etienne Chenifique. Und da haben wir 5 Milliliter drin. Das finde ich sehr, sehr nice. Und das sollten wir auch in dieser Größe, in diesem Adventskalender mindestens haben. Für den Preis, Leute, 185 Tacken immer wieder vor Augen halten. Ne? Die ist gut. Die mag ich. Ist halt dann auch wahrscheinlich mit Vitamin C und es ist aufhellend. Das macht durchaus Sinn. Ne? Schauen wir mal, was uns der Adventskalender am 15. Dezember kredenzen wird. Sie redet schon wieder so. Das ist auch eine Mascara. Das ist die auch Hypnose, aber die Noir Hypnotic in 2 Millilitern. Ich finde, dass diese, ich sag mal, ja, Travel Sizes von dieser Mascara immer total Billo-mäßig aussehen, oder? Finde ich nicht so schön. Aber naja, das ist halt auch nochmal die Hypnose. Aber halt nicht die Drama, sondern die Hypnotic oder die Noir Hypnotic. Ist schön, dass wir halt auch echt nochmal eine dritte Mascara hier drin haben. Aber ich glaube, das sollte jetzt auch einfach mal reichen. Naja, wir gucken mal. Der 16. Dezember ist jetzt wieder ein bisschen größer. Das ist auch eine sehr teure Linie. Die Renergie HPN 300 Peptide Cream. Peptide sind wirklich, also ganz, 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 ganz toll für die Reparierung und so. Ne? 15 Milliliter sind hier drin. Die hatte ich mal als Probe und die mochte ich sehr gerne. Das hat mich geärgert, dass ich die so gerne mochte. Ne? Ich meine aber auch, dass ich genau die nochmal im Backup habe. Sehr schön. Also die ist wirklich auch echt, echt cool. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist ein Seal Booster. Die haben hier nicht nur Oldie but Goldies reingepackt, sondern auch, es ist ein bisschen unterschiedlich zum letzten Jahr, okay? Wenn auch nur minimal. Das ist eine Mascara Base. Ja, super Enhancing Mascara Base, Base Volume, 4 Milliliter. Und das ist einmal dieses Produkt hier. Ich denke mir immer, okay, ja, bringt das wirklich was? Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist halt so eine weiße Mascara, die du halt machst, bevor du dir die Mascara selber drauf machst. Ich mache mir einfach 3 Schichten Mascara drauf, anstatt von 2 Schichten Mascara und Mascara Booster. Ja, riecht halt nach Mascara, ne? Und ist halt so weiß. Muss man mal ausprobieren, du. Ne? Gucken wir mal. Aber ich finde es schön, dass das mit drin ist, weil das hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre so noch nicht mit drin. Und Lancôme hat ja auch nicht so, glaube ich, nicht viele Neuheiten rausgebracht oder so, ne? So, dass sie halt jetzt vor allem natürlich das Packaging ändern können, aber jetzt nicht unbedingt den Inhalt. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die Nummer 18 hätte Potenzial, ein riesiges Produkt zu enthalten. Wir sind mal gespannt, was hier so drin ist. Oh, Leute. Ist das cool. Ach, das ist ein Inlay, glaube ich, ne? Ja, genau. Brauchen wir nicht. Das ist eine Lidschattenpalette. Hypnose-Palette. In der Farbe 09 Frischeur Rosé. Guck mal, ne? Das ist ja richtig cool. Wow. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin, ne? Aber nicht in der Farbe, glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine Nude-Palette. Okay, das ist auch eine Nude-Palette. Ja, gut. Diese Applikatoren, das ist immer ein Witz, aber egal. So schaut das einmal aus. Da haben wir auf jeden Fall sehr zurückhaltende Töne drin, die alle irgendwie Schimmer mit dabei haben. Ja, und das sind einfach 5 unterschiedliche Abstufungen von Braun, aber für einen Alltagslook, glaube ich, echt toll gemacht. Und hier steht sogar eine Anleitung mit dabei, wo du was auftragen kannst, ne? Das finde ich richtig, richtig cool, dass die mit reingepackt haben. Vor allem in der 18 und nicht in der 24. Der 19. Dezember. Jetzt haben sie mich so langsam immer mehr und mehr und mehr. Okay, L'Absolue Rouge Intime Matte Soft Matte Lipstick in der Farbe 299 French Cashmere mit 3,4 Gramm. Aber Leute, das ist wieder ein Rot. Oh nö. Echt jetzt? Hm. Warum? Das ist die Umverpackung. Und dann kann man das genau hier so rausproppen. Die haben doch auch andere Farben als Rot. Ich meine, das ist ein bräunliches Rot, aber es ist ein Rot. Oder so ein orangestichiges Rot. Aber die haben auch andere Farben als Rot. Das weiß ich. Ihr könnt da nicht 4-mal einen roten Lippenstift reinpacken. Das geht nicht. Schauen wir mal, wie es im 20er-Bereich weitergeht. Herzlich willkommen.
Hier haben wir eine Augencreme drin. Hatten wir schon eine Augencreme? Wir hatten schon eine Augencreme. Das hier sind jetzt 5 ml von der Absolute Eye Cream, The Eye Cream. Und da haben wir Perpetual Rose mit drin, die dann halt quasi wahrscheinlich mit Rosenstammzellen unsere Haut regenerieren wird. Vermutung. Weiß ich nicht. Ne? Und die sieht halt auch echt süß aus. Das ist einmal diese hier und das ist so ein wunderschönes, charmantes Gold. Edel, edel, sprach der Wedel. Preise werden eingeblendet, wir fallen alle vom Stuhl, wenn wir sehen, wie teuer das Zeug eigentlich ist. Ne? Aber irgendwie müssen wir auf 550 Euro kommen. Die Nummer 21 fühlt sich sehr, sehr schwer an. Ah ja, okay, ja. Wir brauchen auch nochmal einen Toner. Das ist der Softening Hydrating Toner mit Rosenwasser. Schön, 50 ml sind hier drin. Ach, das finde ich klasse, dass wir hier eine Gesichtsreinigung mit dabei haben. Dann nimmst du dir einen Toner, dann nimmst du dir dein Serum, dann nimmst du dir deine Augencreme, dann nimmst du dir deine Gesichtscreme und du bist glücklich. Hat Lancôme auch irgendwie sowas in Richtung Lichtschutzfaktor? Glaube ich nicht, ne? Weil das würde dann ja am Morgen nochmal kommen. Ansonsten schön. Die Nummer 22 halte ich jetzt hier in meinen Händen und da haben wir auch wieder so eine ähnliche Größe drin, auch wieder 50 ml. Okay, wenn dir halt quasi dieser Toner nicht gefallen hat, kannst du dann auch auf die Milky-Variante zurückgreifen. Die ist, glaube ich, dann auch für die sensible Haut mehr geeignet oder auch für die trockene Haut. Genau, Rehydrating ist das nämlich. Das ist dieser hier. Ob man Toner hinter Toner reinpacken muss. Leute, also die Verteilung von diesem Adventskalender, die finde ich ja wirklich super fragwürdig. Und die 4 roten Lippenstifte, die wollen wir jetzt mal gar nicht erwähnen. Also die 24, die lacht mich ja die ganze Zeit schon an, die ist ja riesig, ne? Aber erstmal gucken wir in den Tag vor Heiligabend. Die Nummer 23, ich glaube, wir haben hier noch eine Miniatur drin. Auch das ein Klassiker, das ist das Lancôme Idol, auch das habe ich dank Emmy in groß. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Auch das ist ein sehr schöner Duft, aber da muss ich sagen, der ist nicht so gefällig wie zum Beispiel das La Vie est Belle, ne? Das ist ja nochmal noch gefälliger, das hier ist eher so damenhafter. Aber ich mag ihn auch sehr gerne. Kann ihn aber nicht immer tragen, weil manchmal ist selbst der mir zu viel. Also ich vermute, dass wir jetzt an Heiligabend am 24. Dezember auch wirklich ein Parfum drin haben werden. Wahrscheinlich sogar in der Full Size, wenn ich das richtig sehe. Ich wüsste aber gerade nicht, welches. Klar gibt es von allen hier noch irgendwie so ein bisschen Abwandlung. Ne? Das Idol wird hier nicht reinpassen. Das La Vie est Belle vielleicht in einer anderen Form. Das Tresor passt hier so nicht rein. Oder die haben doch auch noch, wobei das ist, glaube ich, auch Tresor-Richtung. Und das würde auch von der Breite nicht passen. Ich glaube, das ist irgendeine La Vie est Belle-Richtung hier drin. Hä? Das verstehe ich nicht. Das ist das La Vie est Belle, das normale, mit 30 ml. Aber das hatten wir doch schon vorher drin. Dann hätte ich hier aber erwartet, dass die da eine andere Version davon reinmachen mit den 10 ml. Das ist ja leider doppelt, ne? Geiler Duft, auf jeden Fall. Ja, du musst La Vie est Belle lieben, um diesen Adventskalender toll zu finden. Das finde ich merkwürdig. L'Eau de Parfum, ja. Hä? Wir haben sie zweimal reingepackt, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Aber das Parfum finde ich großartig. Also, 4 rote Lippenstifte gehen gar nicht Lancôme. Die werden mein Video nie gucken. Ansonsten sehr viele Oldies but Goldies, aber halt auch ein paar Sachen drin, wo man denkt, oh, richtig cool. In der 24 wäre es richtig cool gewesen, wenn die halt eine der neueren Versionen von dem La Vie est Belle reingepackt hätten. Oder halt quasi in dieses Kläppchen, wo das hier drin war, eine andere Version. Also das ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich wirklich sagen. Aber der Adventskalender ist absehbar. Ne? Also schon irgendwie, weil Lancôme hat halt dieses Sortiment und das ist sehr, sehr gut. Dementsprechend war das auch klar, dass sie eben solche Produkte hier mit reinpacken. 185 Euro ist eine Stange Geld. Ich glaube, sowas holst du dir auch nur als Lancôme-Liebhaber oder sowas kriegst du geschenkt, sowas wünschst du dir, ne? Sowas halt in der Art. Aber ich finde den sehr, sehr schön. Ich finde es wirklich schade, dass sie hier eine Full-Size von dem La Vie est Belle reingemacht haben, weil das habe ich schon. Ich hätte mich so gefreut, wenn es ein anderes gewesen wäre. Naja, trotzdem. Vielleicht dieses La Nuit-Tresor-Gedönsen oder so. Das wäre auch schön gewesen. Egal. Ja. Schöner Adventskalender und ich finde es auch richtig toll, dass sie hier 24 Kläppchen drin haben, dass er so wiederverwendbar ist, dass es von innen so schön aussieht. Und ich glaube, dass wenn man den auspackt, dass man sich drüber freut, es sei denn, du hattest den vielleicht schon letztes Jahr und hast dann hier quasi nochmal den ähnlichen Samonis quasi, ne? Und viermal einen roten Lippenstift, das finde ich so ein Fail, muss ich wirklich sagen. Aber an und für sich ein schöner Adventskalender. Was sagt ihr? Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!